Hochwürdiger Herr Pater Wildfeuer, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir bitte mit einer persönlichen Bemerkung zu beginnen, warum ich mich mit dem vorkonziliaren Lehramt, mit dem vom vorkonziliaren Lehramt verurteilten Modernismus beschäftige, denn nur um diesen geht es im Folgenden. Es gibt im heutigen Innenraum der Kirche unter den Theologen Modernismusforscher, die die verschiedenen Ausprägungen des Modernismus und des Antimodernismus, der hauptsächlich von Rom ausging, erforschen. Zu diesen gehören unter anderem Peter Neuner, Klaus Arnold, Hubert Wolf, Manfred Weitlauf und Otto Weiß. Soweit ich sehe, neigen sie aber alle selbst dem Modernismus zu. Zumindest in der Ausprägung des sogenannten Reformkatholizismus, von dem in meinem Vortrag hauptsächlich die Rede sein wird. Sie werden vielleicht fragen, gibt es denn keinen Modernismusforscher, der auf dem Boden der traditionellen Lehre der Kirche steht? Gewiss, es gibt traditionsverbundene Autoren, die gelegentlich zu diesem und jenem Problem des Modernismus Stellung nehmen. Aber an einen Modernismusforscher hat man doch die Erwartung, dass er diesen systematisch untersucht, und einen solchen gibt es im Bereich der Tradition meines Wissens nach nicht, jedenfalls nicht im deutschsprachigen Raum. Aber warum sollte es denn einen auf dem Boden der vorkonziliaren Lehre der Kirche stehenden Modernismusforscher geben? Nicht zuletzt deshalb, weil in das Zweite Vatikanische Konzil mehr oder weniger deutlich Lehren eingegangen sind, die vom vorkonziliaren Lehramt verurteilt worden waren. Was die heutigen Modernismusforscher, wie es scheint, mit einer gewissen Genugtuung feststellen. So liest man zum Beispiel bei Peter Neuner: Es lässt sich nicht bezweifeln, dass das Zweite Vatikanische Konzil Positionen aufgegriffen hat, die im Pontifikat von Pius X. Als modernistisch gebrandmarkt worden waren. Papst Johannes XXIII. Setzte dem Konzil den Auftrag eines Aggiornamento, eines Heutigwerdens, und formulierte damit ein Ziel, das den Grundsätzen des Antimodernismus direkt entgegengesetzt war. Zweifellos werden im Konzil Vorstellungen lehramtlich verbindlich formuliert, die unter den Päpsten Gregor XVI. Und Pius IX. Verurteilt und von Pius X. Als modernistisch gebrandmarkt worden waren. Leider wird aber keiner dieser Modernismusforscher konkret und sagt klipp und klar, welche der vom vorkonziliaren Lehramt verurteilten Lehren der Modernisten auf welche Weise in die Texte des Konzils eingegangen sind. Um dies herauszufinden, betätige ich mich seit längerer Zeit als ein kleiner Modernismusforscher, der auf dem Boden der vorkonziliaren Lehre der Kirche steht. Nun werden Sie von mir mit Recht erwarten, dass ich Ihnen zunächst einmal eine Definition für den kirchlich verurteilten Modernismus vorlege. Bedauerlicherweise lassen mich hier aber meine genannten Modernismusforscher im Stich und geben zu verstehen, dass der Begriff Modernismus nicht definiert werden könne, weil er viel zu sehr und sehr verschiedene Strömungen unter ihn fallen. Sie haben wohl recht, wenn man von einer Definition verlangt, dass alle konkreten Ausprägungen des Modernismus aufgeführt werden, zumal diese in den einzelnen Ländern Europas sehr verschieden waren. Trotzdem werde ich Ihnen eine Definition für den kirchlich verurteilten Modernismus nachher vorlegen, nachdem ich Ihnen eine grobe Übersicht über seine Formen gegeben habe. Die heiße Phase der Auseinandersetzung zwischen Modernismus und Antimodernismus fällt in die Pontifikate von Leo XIII. 1878 bis 1903
und Pius dem Zehnten von 1903 bis 1914. Das war die heiße Phase des Modernismusstreits, so heißt es auch. Nach 1914 bis 1958, dem Tode von Pius dem XII., wurde die Auseinandersetzung fortgesetzt. Allerdings wurde sie von beiden Seiten nicht mehr mit der Heftigkeit geführt wie im Modernismusstreit. Es änderte sich teilweise auch die Thematik, denn Pius X. hatte in seiner großen Antimodernismus-Enzyklika Pascendi Dominici, diese Enzykliken werden nach den ersten beiden Worten im Latein zitiert, also Pascendi Dominici, 1907, dem Modernismus einen schweren Schlag versetzt, sodass er in den nächsten Jahrzehnten andere Wege finden musste, von denen heute aber nicht die Rede ist. Ich konzentriere mich hier auf die heiße Phase der Auseinandersetzung zwischen Modernismus und Antimodernismus, also den Modernismusstreit. Diesen habe ich in den letzten 3 Jahren in den 5 für ihn maßgebenden Ländern untersucht, nämlich in Amerika, Deutschland, Frankreich, England und Italien. In die Vielfalt der Erscheinungsformen des Modernismus lässt sich Ordnung bringen, wenn man zunächst einmal 2 Hauptströmungen unterscheidet, nämlich den sogenannten Reformkatholizismus und den unmittelbar an die Grundlagen des Glaubens angreifenden Modernismus, den ich Grundlagenmodernismus nenne. Der nach außen gerichtete Reformkatholizismus, weil er, wie wir beim Hermann Schell sehen werden, keine glaubenskonformen Reformen anstrebt. Deshalb sollte man ihn entweder als sogenannten Reformkatholizismus oder besser als Reformmodernismus bezeichnen. Bei diesem kann man 2 Richtungen unterscheiden, nämlich einen Reformmodernismus nach außen und nach innen. Der nach außen gerichtete Reformmodernismus verlangt von der Kirche, ihr Verhältnis zur modernen Welt zu verändern, wobei hier unter Welt der Staat und die anderen Religionen zu verstehen sind. Der nach innen gerichtete Reformmodernismus betrifft die Struktur der Kirche und besteht hauptsächlich in der Forderung, von der monarchischen Struktur der Kirche abzugehen und anstelle derselben demokratische Strukturen in der Kirche einzuführen. Im Grundlagenmodernismus kann man ebenfalls 2 Hauptströmungen unterscheiden. Die eine Strömung des Grundlagenmodernismus betrifft die Exegese, das heißt die Auslegung der Heiligen Schrift, weshalb ich von einem exegetischen Grundlagenmodernismus oder kurz exegetischen Modernismus spreche. Die zweite Strömung des Grundlagenmodernismus verlagert die Ursache des Glaubens in das Innere des Menschen. Er behauptet, dass Gott seine Offenbarung dem Menschen unmittelbar gibt, weshalb man ihn als immanentistischen Modernismus oder als Immanentismus bezeichnet. Damit erhalten wir die folgende Übersicht über die Formen des kirchlich verurteilten Modernismus, die ich Ihnen ausgeteilt habe. Die erste Unterscheidung: Reformmodernismus, Grundlagenmodernismus. Beide werden gesplittet, der Reformmodernismus in einen Kirche-Weltmodernismus, also nach außen, und in einen Kirchenstrukturmodernismus, nach innen. Und der Grundlagenmodernismus wird gesplittet in einen exegetischen Grundlagenmodernismus und einen immanentistischen Grundlagenmodernismus. Bevor ich auf Hermann Schell, den bedeutendsten Reformmodernisten im Modernismusstreit, zu sprechen komme, möchte ich Ihnen einige allgemeine Informationen geben zum Reformmodernismus und zu den beiden Formen des Grundlagenmodernismus.
Daran schließe ich dann meine Definition des von der Kirche verurteilten Modernismus an. Also zunächst zum Reformmodernismus. Schon während des Modernismusstreits bis heute wird der sogenannte Reformkatholizismus weithin nicht zum Modernismus gerechnet. Das erkennt man schon daran, dass die heutigen Modernismusforscher durchweg von Reformkatholizismus sprechen, anstatt sie sagen würden, Reformmodernismus oder sogenannten Reformkatholizismus. Diese Einstellung widerspricht Pius X. ausdrücklich in seiner Antimodernismus-Enzyklika Pascendi Dominici, das ist das wichtigste Dokument in der ganzen Auseinandersetzung. Also war ein ungeheurer Schlag gegen die Modernisten. 1907 ist sie veröffentlicht worden, die den Höhepunkt in der Auseinandersetzung mit dem Modernismus bildet. Zwar thematisiert die Enzyklika überwiegend den exegetischen und den immanentistischen Grundlagenmodernismus, aber der Papst geht auch klar gegen den Reformmodernismus vor. Das geht schon aus dem ersten Satz der folgenden Passage aus dieser Enzyklika hervor, in der man liest: Betrachten wir noch den Modernisten als Reformer. Da haben sie es. Ja? Er geht also dagegen vor. Schon das bisher Gesagte in seiner Enzyklika vorher zeigt deutlich die schrankenlose und voll Eifer betriebene Neuerungssucht dieser Leute. Sie richtet sich auf alles, was katholisch ist. Eine neue Philosophie soll installiert werden, besonders in den Priesterseminarien. Die scholastische Philosophie gehört der Philosophiegeschichte zugewiesen und gilt ihnen als ein überaltertes und überwundenes System. Bezüglich des Gottesdienstes sind die Riten und Zeremonien einzuschränken und nach Möglichkeit zu kürzen. Das Leitungsamt der Kirche soll in jeder Beziehung reformiert werden, insbesondere was den Gehorsam und die lehrmäßigen Aussagen über die Autorität betreffen. Die Autoritäten der Kirche haben sich in ihrer inneren Haltung und ihrem äußeren Verhalten ganz dem modernen Bewusstsein, dem konkreten Zeitgeist anzupassen, der gerade in der Demokratie zum Ausdruck kommt. Deshalb müssen der niedere Klerus und ebenso die Laien Mitspracherecht erhalten. Es sind Räte und Komitees zu bilden. Die oberste Autorität soll ihre Machtfülle aufteilen und in der Kollegialität ausüben. Also der Papst auf die Bischöfe soll er Rechte abtreten und das Bischofskollegium soll aufgewertet werden, in dem Sinne, dass ihnen Leitungsfunktionen noch mehr übertragen werden, was bisher beim Papst lag. Auf diese Weise wird die Dezentralisierung vorangetrieben. Die römischen Kongregationen für die verschiedenen kirchlichen Angelegenheiten müssen gleichfalls umgestaltet werden. Besondere das Heilige Offizium und der Index, das Verzeichnisindex, das Verzeichnis der verbotenen Bücher, die Katholiken nicht lesen sollten, damit sie keinen Schaden nehmen. Auch die Haltung der Autoritäten in politischen und sozialen Fragen muss eine andere werden. Sie sollen sich nicht in staatliche Angelegenheiten einmischen zum Zweck einer Bevormundung. Sie sollen sich vielmehr den modernen Gegebenheiten anpassen und so auf die Menschen einwirken. Es gibt sogar solche, die in Nachahmung der Protestanten auch den Zölibat der Priester aufgehoben wünschen. 1907 geschrieben, ja? Es bleibt kein Bereich der Kirche ausgenommen, der nicht nach ihren Vorstellungen reformiert werden müsse. Soweit das Zitat aus Pascendi Dominici, aus dieser Enzyklika. Die hier von Pius X. Angeführten Forderungen des Reformmodernismus sind als exemplarische Beispiele zu verstehen, denn das Spektrum der Vorstellung, also die Anzahl der Vorstellungen, die Arten der Vorstellung desselben, ist noch größer, was der Schlusssatz ja zum Ausdruck bringt. Es gibt keinen Bereich der Kirche ausgenommen, keiner bleibt ausgenommen, der nicht nach ihren Vorstellungen reformiert werden müsse.
Allerdings, muss man sagen, hat kein Vertreter des Reformmodernismus alle Forderungen erhoben, die insgesamt vom Reformmodernismus erhoben wurden. Der eine hat diese, der andere hat jene Forderungen erhoben. Wie gesagt, wurde schon während des Modernismusstreits, also das war der Modernismusstreit, sage ich nochmal, so etwa 1880 bis zum Tode Pius X. Da ging es offiziell scharf gegeneinander, auch zu verstehen für all die draußen waren. Das war ein Kampf. Wie gesagt, wurde schon während des Modernismusstreits der sogenannte Reformkatholizismus irrigerweise nicht zum Modernismus gerechnet. Mit diesem Trick konnten sich insbesondere die deutschen Bischöfe nach der Enzyklika Pascendi Dominici, die sie zu Maßnahmen gegen den Modernismus verpflichtete, vor dieser Aufgabe drücken, indem sie nach Rom meldeten, dass es in Deutschland keinen Modernismus gäbe, obwohl der Reformmodernismus hier stark ausgeprägt war. Übrigens hatten ihnen die Römer nicht geglaubt, dass es in Deutschland keinen Modernismus gab. Sie sagten, ausgerechnet im Lande Luthers, ausgerechnet im Lande des Protestantismus soll es keinen Modernismus geben, das glauben wir nicht. Na gut, also da es in Deutschland keinen Modernismus gäbe, haben die nach Rom gemeldet, obwohl er hier besonders stark ausgeprägt war. Übrigens hatten ihnen die Römer, das sagte ich schon, nicht geglaubt. Und Pius X. war unzufrieden darüber, dass auch im Allgemeinen die Bischöfe seinen Anweisungen gegen den Modernismus in ihren Ländern einzuschreiten nur ungenügend nachkamen. Er hat die richtig in die Senkel genommen, in die Pflicht genommen und hat von Zeit zu Zeit, glaube ich, alle 3 Jahre verlangt, dass die Berichte nach Rom geben. Die hätten also in die Universitäten gehen müssen, an die entsprechenden Stellen und hätten Informationen sammeln müssen. Das wollen sie aber nicht. Deswegen haben sie gesagt, in Deutschland gibt es keinen Modernismus. Ja? Aber Pius X. hat einen anderen Weg gefunden. Dies war vielleicht sogar der ausschlaggebende Grund dafür, dass er 1910 den Antimodernisteneid abzulegen verpflichtend vorschrieb. Diesen Eid mussten alle mit der Seelsorge oder einer Lehrtätigkeit betrauten Priester ablegen. Darüber hinaus wurde er von allen Klerikern vor dem Empfang der höheren Weihen gefordert, sowie von Pfarrern, kirchlichen Würdenträgern und Oberen. Der Antimodernisteneid beginnt mit den Worten. Ich, dann kommt der Name des Eidleistenden. Ich umfasse fest und nehme samt und sonders an, was vom irrtumslosen Lehramt der Kirche definiert, behauptet und erklärt wurde, vor allem diejenigen Lehrkapitel, die den Irrtümern dieser Zeit unmittelbar widerstreiten. Dann werden die von Modernisten vertretenen Lehren detailliert aufgeführt, denen der Eidleistende zu widersprechen schwört. Ich führe eine Passage an, die sich vor allem auf den exegetischen Grundlagenmodernismus richtet. Dort heißt es, ich nehme aufrichtig an, dass die Glaubenslehre von den Aposteln durch die rechtgläubigen Väter in demselben Sinn und immer derselben Bedeutung bis auf uns überliefert wurde. Und deshalb verwerfe ich völlig die häretische Erdichtung. Häresie heißt Herausnahme aus dem Glauben, also eine Ablehnung einer Glaubenswahrheit. Deshalb verwerfe ich völlig die häretische Erdichtung von einer Entwicklung der Glaubenslehren, die von einem Sinn in einen anderen übergeht, der von dem verschieden ist, den die Kirche früher festhielt. Und ebenso verurteile ich jeglichen Irrtum, durch den an die Stelle der göttlichen Hinterlassenschaft, die der Braut Christi überantwortet ist und von ihr treu gehütet werden soll, eine philosophische Erfindung oder eine Schöpfung des menschlichen Bewusstseins gesetzt wird, das durch das Bemühen der Menschen allmählich ausgeformt wurde und künftighin in unbegrenztem Fortschritt zu vervollkommnen ist. Der Eid endet mit dem Gelöbnis. Ich gelobe, dass ich dies alles treu, unversehrt und aufrichtig beachten und unverletzlich bewahren werde, indem ich bei keiner Gelegenheit
weder in der Lehre noch in irgendeiner mündlichen oder schriftlichen Form davon abweiche. So gelobe ich, so schwöre ich, so wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien Gottes. 1967 schaffte Paul VI. Den Antimodernisteneid ab und ersetzte ihn durch ein Glaubensbekenntnis. Die Priester und Bischöfe, die um 1940 geboren wurden, haben diesen Eid noch geschworen, auch der heutige Papst. Meine Damen und Herren, alle mir bekannten heutigen Modernismusforscher sind, wie gesagt, bestrebt, den sogenannten Reformkatholizismus vom Modernismus zu trennen, denn sie stehen zumindest teilweise hinter seinen Forderungen und müssen sich ja sonst selbst als Modernisten bezeichnen lassen, was ihnen nicht recht sein dürfte. Peter Neuner lässt das durchblicken, wenn er sagt: Vor allem in Deutschland hat sich eingebürgert, den sogenannten Reformkatholizismus vom Modernismus zu trennen. Dabei billigt man heute den Reformkatholiken zu, dass sie, selbst wenn sie zu ihren Lebzeiten teilweise der Indizierung verfielen, das heißt, ihre Bücher auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt worden waren, also selbst wenn sie der Indizierung verfielen, insgesamt getreue Katholiken waren. Der Begriff Modernismus ist dagegen weitgehend negativ besetzt. Das Bestreben, den sogenannten Reformkatholizismus vom Modernismus zu trennen und zu behaupten, dass die Vertreter des Reformmodernismus treue Katholiken gewesen seien, hängt auch damit zusammen, dass, wie schon erwähnt, auf dem Pastoralkonzil eine Reihe von Anliegen des sogenannten Reformkatholizismus Eingang in die offizielle Lehre der Kirche gefunden haben. Insbesondere was die Öffnung der Kirche zur Welt, den Ökumenismus, die Religionsfreiheit und die Liturgiekonstitution des Konzils betrifft. Würde man diese Lehren unter den Modernismus einordnen, was richtig wäre, dann müsste man einräumen, dass die entsprechenden Lehren des Konzils vom vorkonziliaren Lehramt verurteilt worden sind, was wohl auch Halbkonservativen nicht recht wäre, die das Zweite Vatikanum uneingeschränkt befürworten. Obwohl der Grundlagenmodernismus nicht unser heutiges Thema ist, muss ich einiges zu ihm sagen, damit die folgende Definition des kirchlich verurteilten Modernismus besser verständlich wird. Zunächst zum exegetischen Grundlagenmodernismus, der die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift untergräbt. Frankreich ist das Land, das richtungsweisend für den exegetischen Modernismus wurde, der die Heilige Schrift in erheblichen Teilen für unglaubwürdig hält. Das 19. Jahrhundert gilt als das Jahrhundert der Geschichte, in dem eine eigene Methode zur Erkenntnis historischer Tatsachen entwickelt wurde, die sogenannte historisch-kritische Methode. Diese wurde im katholischen Bereich insbesondere von Alfred Loisy, das ist die zentrale Gestalt des exegetischen Modernismus, Alfred Loisy, 1857 bis 1940, auf die Heilige Schrift angewendet und mit dem Glauben widersprechenden persönlichen Ansichten vermischt. Dadurch untergräbt er die Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. In seinem Werk L'Evangile et Église, Evangelium und Kirche, 1902, leugnet er durch Anwendung der historisch-kritischen Methode, die er, wie gesagt, mit ihrigen persönlichen Überzeugungen vermischt, den Offenbarungscharakter des Alten und Neuen Testaments und dabei insbesondere die Gottheit Christi, die Einsetzung der Kirche durch ihn sowie die von Christus eingesetzte Hierarchie und die Sakramente. Alfred Loisy fordert Autonomie für die wissenschaftliche Erforschung der geschichtlichen Wirklichkeit des Christentums. Aber seine Forschungen waren keineswegs voraussetzungslos, wie er vorgeht.
und wodurch er sie mit dem Nimbus der Wissenschaftlichkeit zu umgeben versucht. Vielmehr setzte er an die Stelle der Vorgaben aus dem Glauben außertheologische, erkenntnistheoretische Annahmen, worauf ich aber hier nicht eingehen kann. Die Unhaltbarkeit einer Autonomieforderung für die historisch-kritische Methode erkennt man insbesondere daran, dass sie gar nicht die Möglichkeit hat, die göttliche Natur von Christus zu erfassen. Ihre Forschungen beziehen sich nämlich nur auf die menschliche Seite des Gottsohnes. Daraus ergibt sich, dass die historische Exegese ungeeignet ist, den zentralen Punkt der biblischen Geschichte zu erfassen, was allen ihren Urteilen nur den Charakter einer Hypothese gibt, nicht aber den Charakter Ausdruck der Wahrheit zu sein. Deshalb können ihre Ergebnisse nur im Sinne einer Hilfswissenschaft für die vom Lehramt ausgelegten Texte Verwendung finden. Die historische Wissenschaft in Bezug auf die Lehre der Kirche ist also schon deshalb dem Lehramt untergeordnet, weil sie nur eine Seite der Geschichte des Christentums zum Gegenstand hat, nämlich die menschliche Seite, was eine schwerwiegende Einschränkung ist. Alle vermeintlichen Erkenntnisse eines Vertreters der historisch-kritischen Exegese stehen deshalb von vornherein unter dem Vorbehalt, dass er sich vom Lehramt korrigieren lassen muss, wenn sie im Widerspruch zur Lehre der Kirche stehen. Der exegetische Modernismus hat sich hingegen im Widerspruch dazu die Rolle des Richters über die Lehre der Kirche angemaßt und frevelrisch von ihr verlangt, seine den Glauben zerstörenden Lehren zu akzeptieren. 1908 wurde Loisy persönlich vom Heiligen Offizium, das Vorgänger der Glaubenskongregation heute, vom Heiligen Offizium exkommuniziert. Außer in Pascendi Dominici wurden die Irrlehren von Loisy auch in dem Dekret Lamentabili vom Heiligen Offizium verurteilt. Das war sich hauptsächlich Lamentabili auf seine falschen Aussagen, wie es immer eigentlich üblich war. Sie werden genannt und verurteilt. Wer so und so spricht, der sei im Banne. Hier ist immer in der Geschichte. Und da macht Pascendi Dominici einen großen Unterschied. Der Papst hatte eingesehen, wesentlich auch durch die Hilfe eines deutschen Theologen namens Albert Maria Weiß, dass man nicht mehr einzelne Sätze verurteilen kann. Damit erfassen wir den Modernismus nicht. Und er hat das einzig Richtige gemacht. Er hat ihn von seinen Prinzipien angegriffen. Ja? Und darauf kann ich aber heute nicht eingehen. Ja? Aber das werde ich mal veröffentlichen. Nun kurz zum immanentistischen. Sie erinnern sich, Grundlagenmodernismus, einerseits der exegetische, der die Heilige Schrift angreift, und der immanentistische, der sagt, Gott senkt den Glauben, also seine Offenbarung, unmittelbar in das Herz des Menschen. Können Sie mir ein Beispiel für diese historisch-kritische Methode, nur ein Beispiel sagen? Ja, ja. Also Loisy sagte, dass Christus sich geirrt habe. Er sagt, die zentrale Gedanke der Heiligen Schrift sei die Verkündigung des Reiches Gottes. Allein das ist schon eine persönliche Interpretation. Aber nehmen Sie mir mal her. Und er sagte, Christus sagte doch, das Reich Gottes ist nahe. Aber es kam nicht. Also hat er sich geirrt. Ja? Dass es aber ganz andere Interpretationen haben kann, dass es damals erst begann, aber nicht vollendet war. Darüber geht er weg. Er gibt eine eigene Interpretation, die heißt, ich gucke hin, kam es Reich? Nein, es kam nicht. Also muss ich Christus geirrt haben. Ja? Das ist gleichzeitig also ein Beispiel für die Vermischung historische Daten, die einer erarbeitet haben kann, mit persönlichen Ansichten. Der geht radikal vor, da bleibt nichts übrig von der Heiligen Schrift in dieser Exegese. Also nun kurz zum immanentistischen Grundlagenmodernismus, der behauptet, dass die Offenbarung der Menschen unmittelbar von Gott gegeben wird. Wenn Sie, meine Damen und Herren,
die Enzyklika Per Sendi Dominici lesen, dann werden Sie vielleicht erstaunt darüber sein, dass der Papst drei philosophische Strömungen als die Grundlage des Modernismus anführt, nämlich den Agnostizismus, das heißt also Agnostere erkennen, Agnostizismus, sage ich gleich noch was, der behauptet, dass die menschliche Vernunft im Glauben keine Erkenntnis gewinnen kann. Also es sind drei philosophische Strömungen, die er nennt. Der Agnostizismus, der Immanentismus und der Evolutionismus. Das habe ich Ihnen auch auf dem Blatt noch kurz zusammengefasst, auf der zweiten Seite, zum Teil auch auf der ersten. Und jetzt gehen wir mal kurz darauf ein. Also, diese Lehre vom Agnostizismus geht auf Immanuel Kant zurück, 1724 bis 1804, der weithin als der bedeutendste Philosoph der Neuzeit gilt. Der Irrtum von Kant, dass es im Glauben keine Erkenntnis gibt, hat seinen Grund darin, dass er den Bereich der Erkenntnisse auf die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung einschränkt. Hier deutet sich bereits an, dass die Aufarbeitung des kirchlich verurteilten Modernismus eine Auseinandersetzung mit philosophischen Lehren erforderlich macht, worauf ich aber hier nicht eingehen kann. Sie sehen, wenn ich sage, Erkenntnis gibt es nur im Bereich des sinnlich Wahrnehmbaren, und dazu gehört nun mal der religiöse Bereich nicht, also jedenfalls nicht die Göttlichkeit Jesu Christi, im historischen Bereich schon, aber eben die zentrale Sache gehört nicht dazu. Und dann sagt er, was da nicht dazugehört, wenn ich da die Erkenntnis einschränke auf dem Bereich, fällt der Glaube raus. Und deswegen sagt er, es gäbe im Glauben keine Erkenntnis. Bei dem Renommee, das Kant hatte, der auch heute noch als der bedeutendste Philosoph der Neuzeit gilt, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika. Ich habe letztens mal, da kommen die Kant-Studien raus, habe ich mal nachgeschaut, im Jahre, was veröffentlicht wurde, über Kant, der ist 1804 gestorben. Im Jahre 2016 über 800 Publikationen, Veröffentlichungen über Kant. Ja, er steht ganz im Zentrum, hat also eine ungeheure Wirkung gehabt. Ja, die von Kant vertretene Lehre, nach der in Glaubensdingen keine Erkenntnis möglich ist, führte zuerst im protestantischen Bereich zu dem Versuch einer neuen Begründung der Religion, der zufolge die religiösen Wahrheiten nicht durch den Verstand erfasst werden, sondern im Gefühl verankert sind. Der Hauptvertreter dieser Theorie des religiösen Immanentismus ist im protestantischen Bereich der Philosoph Friedrich Schleiermacher, 1768 bis 1834. Im katholischen Bereich wurde der religiöse Immanentismus viele Jahrzehnte später von dem englischen Jesuiten George Tyrrell 1861 bis 1909 aufgegriffen, der zur zentralen Gestalt des Immanentismus im Innenraum der Kirche wurde. Alle Aussagen der Theologie und ihre Begründungen, insbesondere die Dogmen, gelten Tyrrell als Produkt menschlichen Nachdenkens, die nicht maßgeblich sind. Maßgeblich ist für ihn vielmehr die Glaubenserfahrung, die dem Menschen angeblich direkt von Gott gegeben wird. Die Dogmen sind für ihn nur der unvollkommene Versuch des Menschen, die göttliche Offenbarung, die er unmittelbar von Gott erfährt, in Formeln auszudrücken. Nun haben wir schon zwei von den drei Säulen des Modernismus erwähnt, den drei philosophischen Säulen, nämlich Agnostizismus, keine Erkenntnis im Glauben, Kant, und Schleiermacher, der Glaube wird von Gott, also die Offenbarung, unmittelbar in das Menschenherz gegeben. Wir haben schon zwei Säulen, von denen Pius X. In seiner Enzyklika Per Sendi Dominici spricht. Es fehlt nur noch die dritte Säule des Modernismus. Den Evolutionismus. Der Evolutionismus ist die mächtigste Säule des kirchlich verurteilten Modernismus. Er besagt,
dass das menschliche Denken sich in einer beständigen Höherentwicklung befindet, weshalb neue Denkweisen den herkömmlichen Denkweisen überlegen sind. Darin besteht tatsächlich der Hauptinhalt des Begriffs Modernismus. Man kann sich fragen, warum in damaliger Zeit der Evolutionismus, der wie gesagt eine beständige Höherentwicklung des menschlichen Denkens behauptet, eine so große Zustimmung finden könnte. Dazu kann man anführen, dass es im 19. Jahrhundert auf allen wissenschaftlichen Gebieten große Fortschritte gab, was eine solche Höherentwicklung in der Zeit zu bestätigen schien. Aber der entscheidende Grund für den Anklang, den die evolutionistische Denkweise fand, liegt woanders. Nämlich auch hier in der Philosophie, und zwar in der Philosophie des Philosophen Friedrich Wilhelm Hegel, 1770 bis 1831, worauf ich kurz eingehen muss. Hegel hatte einen atemberaubenden Gedanken. Ich kann es nicht anders sagen, einen atemberaubenden Gedanken. Nämlich, dass Gott, den er das Absolute nennt, zwar von Ewigkeit existiert, aber dass er nicht ein Wissen um sich selbst seit Ewigkeit hat. Dieses Wissen erhält er, Gott, also das Absolute nennt er das Gott. Dieses Wissen um sich selbst erhielt er nach Hegel dadurch, dass er in der menschlichen Vernunft in Erscheinung tritt, wodurch ein Prozess der Selbsterkenntnis Gottes in der Geschichte in Gang gesetzt wird, der sich in hervorragenden Gestalten der Menschengeschichte ereignet. Also nicht in jedem Normalbürger, sondern in herausragenden Gestalten der Geschichte tritt das Absolute in Erscheinung und gewinnt sein Selbstverständnis in der Zeit. Und er nennt auch eines, wird berichtet, als 1810 Hegel in Berlin, Unsinn, als 1810 Napoleon in Berlin eingeritten war, sagte Hegel, ich habe den Weltgeist zu Pferde gesehen. Ja, der Weltgeist ist eben diese Entwicklung, dieses Selbstwissen des Absoluten um sich selbst. Und damit ist die Höherentwicklung schon reingebuttert. Ja. Für unsere Modernismus-Problematik ist dabei wichtig, dass es sich in dieser Lehre um einen Prozess geistiger Höherentwicklung der Zeit handelt, eine Überzeugung, die die Modernisten aller Schattierungen sich zu eigen gemacht haben. Und weil diese Höherentwicklung als Charakteristik des Bewusstseins ihr alle Bereiche des Denkens betrifft, gilt sie auch für das Denken über die Religion. Und deshalb soll sich die Lehre der Kirche nach Überzeugung der Modernisten nach den jeweils neuen Denkweisen in der fortschreitenden Zeit richten, weil sie einen Erkenntnisfortschritt darstellen. Die Kirche soll, so die Forderung der Modernisten, ihre alten Lehren zumindest in Teilen durch neue Lehren ablösen, weil jene dem geistigen Fortschritt, also weil diese, die neuen Lehren, dem geistigen Fortschritt entsprechen. Diese Überzeugung, meine Damen und Herren, kennzeichnet alle Formen des kirchlich verurteilten Modernismus. Bevor ich zur Definition desselben komme, die ich Ihnen auch aufgeschrieben habe, werfe ich noch einen kurzen Blick auf die Fortsetzung des Modernismus in der Zeit von 1914 bis 1958, im Tode von Pius XII. Denn die Definition soll sich ja nicht nur auf die erste Phase des Modernismus beziehen, die man als Modernismusstreit bezeichnet. Nachdem Pius X. in seiner Enzyklika Pascendi Dominici mit aller Klarheit den Modernismus im Innenraum der Kirche verurteilt hatte, suchten und fanden die Modernismus andere Wege, um ihre Anliegen zur Geltung zu bringen. Dabei änderte sich der Grundlagenmodernismus, wogegen der Reformmodernismus in der Hauptsache fortbestand. Der immanentistische Grundlagenmodernismus spielte nach dem Modernismusstreit, soweit ich sehe, keine große Rolle mehr.
Der exegetische Grundlagenmodernismus bestand aber in weniger radikaler Form, als es bei Loisy der Fall war, fort. Rom wies auch weiterhin die Irrlehren desselben zurück, erkannte aber die historische Methode im Prinzip an. Benedikt XVI., der selbst auf dem Gebiet der Exegese gearbeitet hat, hält einerseits diese Methode für unverzichtbar, erkennt aber andererseits, dass viele ihrer Vertreter einen gewaltigen Schaden angerichtet haben. So sagt er im ersten Buch seines Werkes, Jesu von Nazareth, auf der Seite 64, vielleicht die wichtigste Stelle im ganzen Buch, Zitat, aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaftlichen Exegese sind die schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt Jesu, der Demontage des Glaubens geflochten worden. Ich sage es nochmal. Aus scheinbaren Ergebnissen der wissenschaftlichen Exegese sind die schlimmsten Bücher der Zerstörung der Gestalt Jesu, der Demontage des Glaubens geflochten worden. Nun zu meiner zweiteiligen Definition des kirchlichen Modernismus. Das habe ich Ihnen auch aufgeschrieben. Also zwei Teile hat sie. Erstens, der kirchlich verurteilte Modernismus besteht aus unterschiedlichen geistigen Strömungen, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass seine Vertreter eine Veränderung der Lehre der katholischen Kirche anstreben, entweder in Bezug auf den Glauben oder das Verhältnis von Kirche und Welt oder das Verhältnis der Kirche zu anderen Religionen oder in Bezug auf die Hierarchie. Zweitens, die Forderung der Modernisten nach einer Veränderung der Lehre der katholischen Kirche resultiert aus ihrer Überzeugung, dass die neuen Denkweisen verglichen mit den alten Denkweisen, denen die Kirche anhängt, Ausdruck eines Erkenntnisfortschritts sind, der sich in der Zeit vollzieht.